Herzlich willkommen zu Apelolica.de. Heute habe ich ein interessantes Zubehör für das iPad bzw. iPhone oder iPod Touch. Es ist ein Blutdruckmessgerät von Withings. Die bieten ja auch eine Waage dafür an, beziehungsweise für die iOS-Geräte. Mit diesem Teil kann man seinen Blutdruck messen und die Daten auf dem iPad oder iPhone übertragen. Das zeige ich euch jetzt, indem ich jetzt zum Beispiel jetzt meinen Blutdruck messe. Ich verbinde das Teil mit dem iPad. Das, was ich meine, eher ein bisschen negativ, kann man eigentlich nicht sagen, aber das Teil funktioniert nicht mit dem iOS-Geräten mit dem Lightning-Anschluss. Aber es gibt ja dafür auch einen Adapter, den ihr euch holen könnt. Und dann funktioniert das Teil natürlich auch den neueren iOS-Geräten. So, wir packen das Gerät mal aus. Die Verpackung ist wirklich an sich sehr schön gehalten, sehr schön, muss ich sagen. Und es ist auch barrierefrei oder beziehungsweise frustfrei zugänglich. Es gibt ja Verpackungen, die man erstmal wirklich seine Kraft anwenden muss, um überhaupt an die Sachen ranzukommen. Hier ist es wirklich sehr schön elegant gelöst, wie ich finde. Wir holen mal das Blutdruckmessgerät dann aus der Verpackung raus, so, und aus der Schutzhülle. So sieht das Teil aus. Und hier, das ist das Messinstrument sozusagen. Und wir müssen das an unserem Arm anlegen. Und hier haben wir auch den Kabel. Ich finde, ein bisschen zu kurz geraten. Das könnte ruhig etwas länger sein, aber naja. Es erfüllt trotzdem seinen Zweck. Hier haben wir nochmal den alten 30-Pin-Dock-Anschluss. Wie gesagt, nur ihr braucht einen Lightning-Adapter, damit ihr das auch auf den neueren iOS-Geräten ausprobieren könnt. Wir machen das jetzt anhand mit dem iPad 2. Es gibt dafür die App namens Withings, die ihr kostenlos im App Store herunterladen müsst, weil nur mit dieser App funktioniert dieses Blutdruckmessgerät. So. Wir bereiten das Teil mal vor. Wir legen das jetzt mal an meinem Arm an, beziehungsweise ich mache es erstmal so. Ich lege es erstmal, beziehungsweise ich verbinde es erstmal mit dem iPad der zweiten Generation an. So. Ich starte mal die App. Die App heißt Withings. Hier sehen wir es. Wir überspringen das Ganze mal. Es erklärt nochmal, wie ihr das anzulegen habt. So, wir legen das jetzt mal an unseren Arm. Das sollte natürlich der linke sein. So, und gestartet wird mit der App. Hier gehen wir auf Starten. So. So, da haben wir's, die Werte. Oh, ich habe einen recht hohen Pulsschlag, 100. Das kann natürlich sein, weil ich vorhin noch was erledigen musste. Und dementsprechend sind auch meine Werte etwas erhöht. Aber wie gesagt, hier sehen wir nochmal, es funktioniert vor allem auch mit dem iPad. Ihr könnt jetzt zum Beispiel einen Kommentar abgeben. Ihr könnt jetzt schreiben, es ist jetzt, ihr könnt ein Datum reinsetzen in dieser App. So. Und fertig. Und dann können wir es schließen. Wir können dann in dieser App natürlich auch die Historie uns anschauen. Hier werden dann die Blutdruckmesswerte dann auch eingetragen. Und je mehr ihr habt natürlich, desto mehr Daten könnt ihr hier sammeln. Das Teil funktioniert auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen. Und es ist wirklich gut im Handgelenk. Licht es an und auch von der Aufmachung, auch vom Design her wirklich sehr ansprechend von Withings. Und wer öfters mal seinen Blutdruck messen muss oder auch die Werte sich immer aufschreiben muss, kann sich das mit diesem Withings Blutdruckmessgerät das sparen, weil es die App, diese Aufgabe, die App dafür übernimmt. Und leider, wie ihr schon seht,
haben wir hier die iPhone-Version. Es gibt noch keine iPad-Version, aber wie gesagt, das aber ist nicht weiter tragisch. Man kann ja das auf dem iPad sich ja anpassen lassen. Withings Blutdruckmessgerät, wirklich ein klasse Teil. Es funktioniert vor allem auch mit dem iPad. Wir haben es natürlich auch mit dem iPhone ausprobiert und funktioniert ebenfalls sehr gut. Danke nochmal an Withings, der uns dieses Blutdruckmessgerät zur Verfügung gestellt hat. Mehr Informationen gibt es natürlich bei uns auf appleholika.de.